immer wieder mehr zu streamen und dann schauen wir mal. So, wenn ich gewusst hätte, dass es regnen würde, hätte ich meinen Schirm mitgebracht. Macht natürlich nur Spaß. Wir werden ja für die gute Sache durchnässt. Was? Wir werden ja für die gute Sache durchnässt. Was wolltest du damit aussagen? Nun haben die Pokémon des Waldes durch das Feuer nichts mehr zu befürchten. Gute Arbeit. Mit Driefen und Schniefen Mission geschafft. Oh jeez. Aber was hat das Feuer verursacht? Und warum sind hier so viele kuriose Maschinen von der Sorte, die wir aus der Ozeanhöhle kennen? Ich kann nicht. Ich bin zu ausgebrannt, um klar denken zu können. Lasst uns zur Ranger-Basis zurückkehren. Sollen wir uns hier nicht noch ein bisschen umsehen? Ist das das böse Team? Oh. Ach ja, wie schaut es denn jetzt mit den verworfenen Frames aus? 4,6% ist jetzt wieder zurückgegangen. Also heißt das, wir können jetzt ruhig noch ein bisschen weiter streamen. Yes. Ah! Warum haut der Kerl da ab? Irgendwas scheint nicht zu stimmen. Der Kerl hat üble Verbrennungen. Wir müssen ihn zur Behandlung in die Ranger-Basis mitnehmen. Abmarsch! Nein! Wobei, wir können ihn als Geisel nehmen, weil da stand mysteriöser Kerl oder Typ oder was auch immer. Der weiß sicher mehr. Diese ausgebrannten Maschinen, vielleicht weiß er etwas darüber. Führt ihn ab! Wir eskortieren den Typen zur Ranger-Basis. Sebi, du sollst auch mitkommen. Sollen wir uns hier lieber nicht noch ein bisschen umsehen, frage ich mich. Und warum ist es da links so blau? Warum ist es da blau? Ihr seht das ja auch, oder? Aber nur hier. Komisch. Komisch, komisch. Hallöchen! Hostet mich sogar. Dankeschön. Danke, dankeschön. Und jetzt rudeln sie langsam ein, ne? Die ganzen Zuschauer. Oh, da ist ein kleines Bienchenviech. Dom, da, dom. Aber wie schon gesagt, wenn das mit dem Streamen gut funktioniert, auch mit den Zuschauern, dass die dann immer wieder da sind, dann kann ich mir das auch vorstellen, noch einige Jahre zu machen. Und der YouTube-Kanal ist dann einfach ein Kanal, wo meine Livestreams oben sind. Da werde ich mir dann auch nicht mehr so groß die Mühe machen, irgendwas zu machen. Warum ist da eine Sperrung? Nasbüro, komm zum Mu! Oh. Werde ich einfach so. Ja, ich mache mir jetzt ja auch die Mühe mit den Livestreams, dass ich die in Highlights verpacke. In so 60-Minuten-Parts, sagen wir jetzt einfach mal. Glaube, das würde ich dann nicht mehr machen. Einfach Livestream nehmen und hochladen auf meinen YouTube-Kanal. Also eigentlich exportieren von Twitch und das war's. So kann ich mir das dann vorstellen, die Zukunft von meinem YouTube-Kanal. Also schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Alter, was ist mit du? Aber ich möchte dich auf jeden Fall einfangen. Das ist Erfahrung, Erfahrung und noch mehr Erfahrung natürlich noch. Ach, come on. Das gibt's doch nicht. Oh, ich war doch schnell genug. Ein doofes Ding da. Ach, come on. Da muss ich auf jeden Fall noch besser werden. Deswegen sage ich ja, nicht nur Erfahrungspunkte kriege ich durch sowas, sondern auch skilliger. Yes, 40 Punkte. Und jetzt lassen wir dich wieder frei und fangen dich nochmal ein, wenn das geht. Jüdili. Naja, das wird auf jeden Fall eh eine spannende Sache, würde ich sagen. Ach so. Heißt das, dass wir hier irgendwas einsetzen können? Moment. Wo muss ich denn hinklicken, dass ich sehe, dass. Rogelin. Auch interessant. Ach ja. Heißt das. Alter! Wie
sich das auf mich ausmacht. Ich hätte gedacht, ich muss mindestens einmal aus dem Ort gehen und dann wieder her. Aber nein, das ist gleich da und will meine Seele fressen. Ach, come on. Ich glaube, ich lasse es. Erstmal wüten und dann eine fangen. Yes. Yes. Jetzt warte ich wieder. Und los, ich will es schaffen. Yes. Naja, schauen wir mal, wohin die Zukunft uns führt. Man sollte auf jeden Fall offen sein für Veränderungen, aber Veränderungen würde ich sagen. Auch mal loslassen, würde ich sagen. Ist auch mal angebracht. Besonders habe ich auch das Gefühl, was man gut sagen könnte, ist, dass mein YouTube-Kanal ja ein Story-Arc war von mir, von meinem Leben. Was auch eine Zeit beinhaltet hat, was auch richtig spannend war, ne? Schulabschluss. Ich habe ja in meinem Schulabschlussjahr mit YouTube angefangen. Und habe dann, Studium ausprobiert. Ich hatte zwar gewusst, dass ich Lehramt studieren möchte, aber in der Zeit habe ich ja dann auch die Erkenntnis gehabt, okay, ich möchte jetzt nicht das ursprüngliche Lehramt, sondern habe ich mich geeinigt darauf, was ich wirklich dann machen möchte. Dieses Turtop gerade. Und hier kann man recht gut leveln, habe ich das Gefühl, oder? Ja. Wo war ich denn jetzt schon wieder? Ja, es ist einfach das Erwachsenwerden, der Story-Arc, würde ich sagen. Ist das das Klurak? Ja, dann gehe ich raus und rein. Ne, mit dem Schulabschluss, mit dem Studium, mit meinem ersten, dann mit meinem zweiten Studium und jetzt mache ich ja das Studium. Und habe jetzt auch eine Vision bekommen, wie ich das, welchen Job ich in Zukunft machen möchte. Und jetzt auch, eben die letzten Monate, würde ich sagen, wird mir immer konkreter, was ich dann eventuell auch nach dem Lehrberuf machen möchte. Oder während des Lehrberufs, dass ich da jetzt konkret Ideen bekommen habe, wie meine Zukunft wirklich ausschauen könnte. Da sind mir jetzt auch einige Gedanken durch den Kopf gegangen, wie es auch ausschauen könnte. Natürlich, nach dem Studium habe ich eben meinen Beruf und den übe ich dann aus. Aber diesen Beruf könnte ich dann auch konkretisieren, würde ich sagen. Oder auch was anderes und weiter in die Richtung machen. Da habe ich auf jeden Fall konkret Vorstellungen, wie mein Leben ausschauen könnte mit Arbeit. Wie konkret mein Leben verlaufen wird. Ich habe da jetzt wirklich eine gute Vorstellung, was ich so machen möchte. Und das ist alles in der Zeit passiert, wo ich jetzt mit YouTube angefangen habe, YouTube gemacht habe, jetzt mit den Streamen. Das meine ich eben. Das war doch eine sehr spannende Zeit hier. Warum sage ich das jetzt eigentlich? Das jetzt ist ja noch nicht zu Ende, aber wo das Thema da ist, möchte ich das jetzt auch mal angesprochen haben. Und natürlich, was ich alles hier mit YouTube und so aufgebaut hat oder wie ich mich weiterentwickelt habe und alles so und dran. Das ist natürlich alles eine sehr, sehr spannende Zeit, wo auch sehr viel passiert ist. Und da ist es eben nicht so einfach, da dann loszulassen. Aber ich denke, das ist manchmal auch im Leben angebracht, dass man, dass es Veränderungen gibt. Und mal schauen, ob ich ganz aufhöre oder nicht. Wie schon gesagt, ich kann mir vorstellen, obwohl ich meinen Beruf dann ausführe, dass ich da wenigstens noch immer wieder streame. Also schauen wir mal, wie das dann letzten Endes auch schon wird in Zukunft. Dass ich mit YouTube so weitermache wie bis jetzt, wobei ich jetzt auch die letzten Monate oder im letzten Jahr hat sich da ja auch auf YouTube einiges geändert.
Da habe ich ja auch immer wieder weniger YouTube-Content gebracht, sondern immer mehr, ne, so Livestreams und so. Das wird auch in die Richtung laufen, dass wirklich dann kein YouTube-Content exklusiv mehr kommt, ne, sondern einfach alles von Twitch oder so. Also schauen wir mal. Schauen wir mal. Wenn du ganz aufhörst, dann lass von dir in so lang, weil du warst. Also ich denke mal nicht, dass wenn ich wirklich mit allem aufhöre, auch mit den Streams und so, glaube ich kaum, dass ich mit euch voll den Kontakt abbreche oder so. Das wird sicher nicht der Fall sein. Also in Kontakt bleiben, zum Beispiel durch meinen Twitter-Account oder so, das ist sowieso für mich selbstverständlich. Also so schaut es nicht aus, dass ich dann wirklich komplett den Kontakt zu allem, was in dieser Zeit passiert ist und was ich da aufgebaut habe in der Zeit, in meinem Internetleben, sagen wir jetzt mal, dass ich da komplett alles, ja, wie soll man sagen, komplett den Kontakt abbreche, sagen wir jetzt mal. Nicht nur was den Content bringen, das Aufnehmen, das Hobby an sich betrifft, sondern auch was die Leute betrifft, die Zuschauer und so, die Community. Glaube ich kaum, dass ich da jetzt wirklich komplett mich dann abschirme und was anderes mache. Wie schon gesagt, mit euch dann noch in Kontakt zu bleiben, das sehe ich eher noch als selbstverständlich an. Das ist wahrscheinlich so undenkbar gerade für mich, wie dass ich generell mit YouTube aufhöre, was 2 Jahre, also vor 2 Jahren betrifft. Da habe ich mir, das war auch undenkbar, das habe ich mir auch endlos vorgestellt, aber jetzt in der Zeit habe ich immer mehr nachgedacht darüber. Und da muss ich auch nachdenken, wenn ich dann den Lehrberuf ausübe, wie es dann weitergeht. Da muss man sich Gedanken machen. Und das habe ich mir gemacht. Ich möchte jetzt noch ein Level up. Wenn das hier schon so geht. Dieses Turtok ist so auf Drogen, ey. So. Also keine Sorge, Darky. Wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, dass ich wirklich komplett allen Kontakt abbreche oder so. Und auch schön zu hören, natürlich. Weil ich jetzt nicht darauf eingegangen bin die ganze Zeit. Schön zu hören, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, der ganze Kontakt, das ist eben auch eine Sache, die sehr wichtig war, warum ich das ausgeübt habe. Also das Let's Play, das Streamen und so. Ich habe eben jetzt durch euch sehr viele Leute kennengelernt und auch sehr viele Denkweisen und Verhaltensweisen. Darky, du zum Beispiel bist auch ein spannender Typ. Wir haben ja auch letztens da eine Meinungsverschiedenheit gehabt, ne, auf Discord. Was auch schön war, muss ich sagen, dass wir das auch einfach so klären konnten, auch wenn dir die Thematik unter die Haut gegangen ist. Ich habe es selber gemerkt. Ich werde da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber wollte es hier nur mal angesprochen haben. Was ich, wofür ich auch eigentlich dankbar bin, dass ich dann euch kennenlernen konnte. Dir ging da die Sache zwar ziemlich unter die Haut, aber du konntest trotzdem darüber reden. Das ist ja auch nichts Selbstverständliches. Ich habe zum Beispiel jetzt letztens einen Zuschauer gehabt oder einen Typ, der hat auf meinem neuesten Video irgendwie eine Anfrage gehabt, ob ich weiß, wo ein Inazuma Eleven Spieler aus dem 3. Teil, wo er den anwerben kann oder sowas. Da denke ich mir auch immer wieder, woher soll ich das wissen? Also nicht irgendwie ein Story-relevanter Spieler, sondern einfach so ein random Spieler. Und hat mich gefragt, ja, der hat einen Hut und so und ich glaube, heißt so und so. Da frage ich mich, ja, was soll ich jetzt damit anfangen? Such selber danach. Ich habe halt geschrieben,
erstens mal das, dass das ein Spam ist für mich, weil das war, das neueste Video war kein Inazuma Eleven Video, sondern ein Pokémon Ranger Video, so ein Livestream Video, da hat das eigentlich nichts zu suchen. Wenn er schon so eine Anfrage hat, dann soll er wenigstens auf ein Inazuma Eleven Video posten oder so. Oder eine private Nachricht schicken. Aber sowas ist dann für mich komplett ein Spam. Das habe ich ja, habe ich diesem Typ dann auch gesagt, dass das für mich ein Spam ist, der eigentlich hier nicht sein soll. Und auch wie der das formuliert hat mit "es ist dringend", hat da angefangen den Satz, und da habe ich mir schon gleich gedacht, ja, was will er jetzt? Und dann kommt diese lächerliche Anfrage, wo ich mir denke, ja, benutze selber Google. Glaubst du, ich habe zu viel Zeit in meinem Leben, oder warum soll ich jetzt Zeit von meinem Leben verschwenden, um für dich irgendwas zu suchen? Das kannst du selber suchen. Dann habe ich halt geschrieben, Google ist dein Freund. Und dann hat er irgendwie so wieder zurückgeschrieben, voll ungeduldig, weil er das unbedingt jetzt eine Antwort haben wollte auf die Frage, wo dieser Spieler, er hat ja nicht mal genau den Namen gewusst, wie soll ich das dann wissen? Wo war ich jetzt? Warum ich das jetzt alles erzähle? Das, ihr kennt mich ja schon. Ich bringe immer wieder gerne mehr Informationen und komme nicht auf den Punkt. Wo war ich denn jetzt? Oh. Naja, auf jeden Fall, die Art hat mir überhaupt nicht gefallen, ne? Mit so, es ist dringend und wollt unbedingt so eine Antwort haben und verhält sich voll falsch, ne? Spammt herum und dann setzt mich irgendwie unter Druck, weil er schreibt, es ist so dringend, und dann schreibt er, antwortet er mir, dass er auf Google nichts gefunden hat und so. Und weil ich nicht gleich geantwortet habe, 20 Minuten später habe ich dann gesehen, hat er noch eine Antwort, noch eine Nachricht geschrieben mit so Punkt, 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 so voll ungeduldig. Dann habe ich das mal angeschrieben oder erwähnt, was das eigentlich soll. Wie er auf die Idee kommt, warum ich jetzt für ihn das suchen soll und warum er so ungeduldig ist. Und dann habe ich ihm halt das geschrieben, dass das jetzt eine nett gemeinte Verwarnung ist. Beim nächsten Mal wird dann meine Reaktion anders ausschauen. Und da komme ich jetzt endlich auf den Punkt. Da bin ich zum Beispiel froh, oder das respektiere ich jetzt an dir, Darky, dass du, mit dir kann man dann darüber reden, ne? Auch wenn es jetzt irgendwie so Meinungsverschiedenheiten gibt oder so, mit dir kann man dann da noch darüber reden. Aber der, ich habe dann noch nachgesehen, auf einmal hatte ich einen Abonnenten weniger, und das war einer meiner neuen Abonnenten. Also der kennt mich nicht lang, sondern hat mich einfach abonniert die letzten Tage, wollte dann unbedingt das wissen, hat das geschrieben auf irgendeinem Video, wo das nichts zu suchen hat. Ich habe ihn drauf angesprochen und gesagt, okay, das ist jetzt eine nett gemeinte Verwarnung. Beim nächsten Mal wird es anders ausschauen. Ich hätte ihn auch gleich blockieren können, ohne ihn zu antworten. Aber wie schon gesagt, es war einfach nett gemeint. Okay. Dass er wirklich Bescheid weiß, wie ich jetzt dazu stehe. Und was macht er? Keine Antwort. Ich sehe einen Abonnenten weniger. Der ist jetzt nicht mehr mein Abonnent. Also er hat mich deabonniert. Und jenes Video hat einen Dislike bekommen. Ich bin zwar auch froh, dass ich solche Leute kennenlernen konnte, jetzt in meiner Let's Player-Zeit, weil ich sehe das ja hier so an, oder sehe das als Möglichkeit an, das Ganze, dass ich eben verschiedene Persönlichkeiten kennenlerne, dass ich besser die Welt aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann, ne? Da bin ich auch irgendwie dankbar, dass ich dann auch so, sagen wir jetzt mal, Arschlöcher kennenlerne, die nur egoistisch sind, und das war eben der, weil wie kann man sich das sonst erklären? De-Abo, Daumen nach unten und schreibt überhaupt nicht mehr zurück, nachdem man das angesprochen hat, obwohl man eh schon so nett war, dass man den darauf angesprochen hat. Ich habe natürlich nicht gesagt, bist du blöd im Kopf oder sowas. Ich habe ja mich nicht mit dem Ton vergriffen, sondern einfach geschrieben oder halt vielleicht ein bisschen, ne, so wusste nicht, dass Inazuma Eleven Stuff etwas mit Pokémon Ranger zu tun hat, ne.
habe ich jetzt in ganz am Anfang indirekt angesprochen, da, dass das ein Spam ist, weil das ein Pokémon Ranger Video ist und jetzt kein Inazuma Eleven Video, also warum schreibt er denn da drauf? Das kann man vielleicht ein bisschen provozierend sehen, okay, aber ist trotzdem keine Erklärung und kein Grund, warum er dann so antwortet oder reagiert eher, weil er hat ja dann nicht mehr geantwortet, sondern hat einfach voll negativ reagiert mit D-Abo, mit Daumen nach unten. Aber wie schon gesagt, das ist auch etwas Spannendes, würde ich sagen, an der ganzen Sache gewesen, dass ich auch solche Leute kennenlernen konnte. Ne? Ist irgendwie ironisch, mit solchen Arschlöchern möchte ich eigentlich nichts zu tun haben. Ich bereue es ja jetzt irgendwie, dass ich dann den Kommentar gleich als Spam markiert habe und ihn nicht gleich geblockt habe nach der Aktion. Weil jetzt finde ich den Account nicht mehr, um ihn blockieren zu können. Aber ist jetzt auch wurscht. Auf jeden Fall, mit solchen Leuten möchte ich nichts zu tun haben. Aber ich bin trotzdem irgendwie froh, dass ich die kennenlernen konnte. Dass ich mal sehe, okay, die Leute ticken auch so. Und dann haben wir jetzt einen Darky. Da kann es auch sein, dass man so Meinungsverschiedenheiten hat, wie eben letztens auf Discord. Aber da kann ich mit dir reden und da bin ich eigentlich auch ziemlich... Das respektiere ich, dass man mit dir dann auch darüber reden kann. Obwohl dir das selber unter die Haut geht, das habe ich auch gemerkt. Das ist auch nichts Selbstverständliches. Auch wenn du, das habe ich auch schon oft gesehen, Darky, dass dir hin und wieder mal, wenn du wirklich getriggert bist, wenn du wirklich angepisst bist, passiert dir hin und wieder, dass du auf Beleidigungen zurückgreifst oder sowas. Aber ich habe das Gefühl, bei dir ist das nicht so schlimm. Zumindest kann ich mit dir dann noch kommunizieren. Weil du dann eh recht einsichtig bist und dann kann man mit dir reden. Und eben solche Erfahrungen finde ich auch dann spannend. Jetzt in meiner Community lerne ich natürlich auch viele Leute näher kennen. Nicht nur so oberflächlich jetzt wie jeder Kommentarschreiber, mit dem ich wahrscheinlich in meinem Leben überhaupt nichts mehr zu tun haben werde, sondern auch, dass das jetzt ein bisschen tiefer geht und ich euch so mehr kennenlernen kann. Und das ist natürlich für mich jetzt auch eine wertvolle Erfahrung, die ich da in den Jahren gesammelt habe. Weil ich finde schon wichtig, dass man versucht, die Welt ja nicht so engstirnig zu sehen und gleich alles verteufelt, was einen nicht so in den Kram passt, sondern dass man wenigstens mal versucht oder wenigstens mal, ja, wie soll man sagen, wenigstens die anderen Blickwinkeln erlebt, sagen wir jetzt mal. Und das ist eben das Erfahrungssammeln, wenn ich jetzt mich mit anderen Leuten austausche. Egal, ob sie wirklich egoistische Arschlöcher sind, wie jener Kommentarschreiber letztens, oder einer jetzt aus der Community, mit denen man dann schreiben kann. Das ist für mich jetzt auch sehr, sehr spannend gewesen bei der ganzen Sache. Und wie schon gesagt, da bin ich eigentlich auch eher dankbar. Ja, eher. Eigentlich sehr dankbar. Oder? Ja, eigentlich schon. Auch wenn es sicher einige Sachen gab, die mich selber aufgeregt haben. Aber ich versuche das immer wieder so zu sehen, okay, ich brauche mir da jetzt nicht so viel Gedanken machen, weil das bringt sowieso nichts. Die Leute haben es auch nicht verdient, dass man sich so viel Gedanken über diese Leute, die eh nur egoistisch sind oder einen an der Waffel haben. Da braucht man nicht so viel Energie verschwenden, würde ich sagen, um die zu checken oder so, oder um mit denen zu kommunizieren. Aber wenigstens die Erfahrung gesammelt zu haben und erfahren zu haben, wie die denken, das ist eigentlich auch was Spannendes gewesen. Und was Interessantes. Weil so kann ich ja dann in Zukunft Menschen besser verstehen lernen, die so ticken wie die Egoisten da draußen. Und natürlich, wie schon gesagt, die netten Leute, mit denen man kommunizieren kann. Das ist alles, was noch dazugehört.
was zu dieser Story-Arc von mir dazugehört. Ich habe auch ein bisschen geholfen, das Feuer zu löschen. Du bist der tragische Held hier, der voll vergessen wird. Wie schon gesagt, auf so vielen Ebenen, würde ich sagen, war das eine wertvolle Erfahrung. Also, bereuen tue ich das auf jeden Fall nicht, egal was kommt, dass ich das so gemacht habe. Weil, wie schon gesagt, das gab sehr viele Erfahrungen, die ich sammeln konnte. Nicht nur, was Interaktion mit anderen Menschen betrifft, das näher kennenlernen, sondern auch meine Persönlichkeit. Ich habe mich auch geändert. Ich habe mich auch geändert, was das Präsentieren betrifft. Das gehört ja auch dazu. Und das Hobby ausüben, mit der Technik und alles drum und dran. Da gab es wirklich sehr viel. Und natürlich auch, was generell in meinem Leben so passiert ist. Das gehört natürlich auch zu dieser Zeit dazu, was auch irgendwie dann mit meinem... Schaut euch die an. Wir tanzen jetzt. Das hängt ja auch irgendwie jetzt mit meinem Internetleben zusammen, was privat so passiert ist. Weil das eben gleichzeitig passiert ist. Das ist eben ein ziemlich großes Kapitel in meiner Lebensgeschichte. Wird nicht so einfach, dann wirklich mich davon zu trennen, falls der Fall eintrifft. Schaut euch sie an. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. So. Jetzt habe ich genug gequasselt. Schauen wir mal, wie es jetzt hier weitergeht. Roderich, Luana und natürlich Sebi. Ein Einsatz heute war herausragend. Gute Arbeit, Ranger. Sebi, du wirst hiermit offiziell in Ranger Rang 3 befördert. Yes. Da freut sich unser Protagonist. Und man fuck so auch. Geh weg, du kleine Fliege. Yes. Feuer. Feuer, Feuer. Kampf. Kampf. Haben wir nicht irgendwie Käfer jetzt letztens bekommen, aber bis jetzt haben wir noch kein Käferviech gesehen? Komisch. Der Typ hier stinkt nach Öl. Er wollte einfach nicht aufhören, sich zu wehren, selbst als Eleonora, so nett war. Eleonora. 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 So nett war, seine Verbrennungen zu behandeln. Ich sage, der Kerl hat etwas zu verbergen. Wir sollten ihn ein bisschen fester fesseln, bis er beschließt zu reden. Genau. Dass das einfach so geht hier. Dass das einfach so geht. Einfach irgendein random Typ gefesselt. Was macht die Polizei? Nix. Wir sind ja Ranger, wir dürfen alles. Hey, nach Öl stinkender Typ und dann noch... Ja. Respekt würde ich das jetzt nicht nennen. Wie wäre es, wenn du uns zumindest deinen Namen sagst? Ansonsten wirst du immer nur der nach Öl stinkende Typ sein. Der nach Öl stinkende Typ. Oh, so ist es also. Du möchtest, dass sich jemand einen Namen für dich ausdenkt? Ich bin mal so frei. Wie könnte man dich nennen? Du hast versucht, vor uns abzuhauen. Also, wie wäre es mit Stinke Ölflitzer. Oh Gott. Das gefällt dir, wie? Oh Gott, was ist das jetzt? Chef, als Komiker bist du echt grauenhaft. Das würde ich auch sagen. Oder er meint's wirklich ernst. Das hat doch überhaupt keinen Witz und die Nummer ist zu lang. Stinke Ölflitzer. Macht's aber auch irgendwie wieder lustig, ne? Wenn man jetzt den wirklich die ganze Zeit so nennt. Wie wäre ein Name, der irgendwie nach Öl klingt? Öl, Öl, Olli! Wie gefällt dir Olli, Olli? Gott. Da, er hat gegrinst. Dann ist es entschieden. Olli soll sein Name sein. Namensgegung hat mich wer gerufen. Jetzt bist du leider zu spät. Also dann, Olli, erzähl mal. Verbirgst du etwas vor uns? Auch schönes Detail, dass man dann den Namen wirklich, die Bezeichnung, geändert hat. Willst weiter den Sturen spielen, was?
Du redest schon, wenn du Hunger kriegst, dann lass ihn gefesselt. Was wird hier jetzt gespielt? Kommt jetzt so eine Folterszene und wir dürfen auswählen, wie man ihn foltert, und dann kommt voll das 4K-Video von einem Typen, wie der gefoltert wird aus dem Deep Darknet, so halt, oder? Wie heißt denn das? Das dunkle Net. Darknet, oder? Nicht das Deepnet, sondern das Darknet, wo man ja als normaler Typ nicht so hinkommen kann. Ja, das wäre was. Der ölige Oliven-Oliver. Oh Gott. Oh, schade. Können wir uns nicht in das Spiel hacken und ihn jetzt so benennen? Ölige Oliven-Oliver. Meine Texte werden nicht angezeigt. Sehe ich besser mich hier. Auch mit meiner Schreibweise. Dann kommt man. Guter Name. Ja, wie schon gesagt. Das finde ich auch spannend an dir, Darky. Du mit deinem Temperament. Ist nicht so einfach, muss man sagen. Wenn man da gleich einmal auf 180 ist. Ich sage ja auch nicht, dass das jetzt eine schlechte Charaktereigenschaft ist oder so. Das ist eben die Sache. Normalerweise habe ich in meinem Leben nie so mit Hitzköpfen zu tun, sagen wir jetzt mal, die so ein Temperament haben. Wie schon gesagt, nicht negativ nehmen, das ist eben auch ein Charakterzug, den ein Mensch haben kann. Viele stempeln dann solche Charaktere einfach als nervig oder so ab. Aber ich finde es viel spannender und viel besser, das nicht zu machen, sondern einfach mit solchen Charakteren mal in Kontakt zu treten, ne? So kommunizieren, wie wir es zum Beispiel gemacht haben, und sie so besser kennenzulernen. Das finde ich eben auch spannend. Wie schon gesagt, ich habe jetzt in meinem Leben nicht wirklich so viel mit Leuten zu tun gehabt, die jetzt so ein Temperament besitzen. Deswegen war es jetzt auch spannend, jetzt dich zu erleben, Darky. Auch eine gute Sebi lernt die Menschheit kennen. Das kann man eben so sagen. Die verschiedenen Charakter, die es da draußen gibt, egal ob ich sie möchte oder nicht, das ist jetzt nicht auf dich bezogen, Darky, dieses nicht mögen, sondern auf all die Arschlöcher, die ich so kennengelernt habe, übers Internet oder auch im Real Life. Auch zum Beispiel, oh, das ist auch eine Sache. Das wäre eben so spannend, wenn ich einen Jahresrückblick mache, aber das werde ich wahrscheinlich nicht mehr machen. Unser neuer Nachbar, das ist ein richtiges Ego-Schwein, was der da letztens gemacht hat, wo ich den einfach, wie soll man sagen? Wie ist da die richtige Ausdrucksweise? Sagen wir jetzt mal, ich möchte mit denen auch nichts mehr zu tun haben. Also eine gesunde Nachbarschaft wird das jetzt sicher nicht mit dem Nachbar, nach dem, was der da letztens gemacht hat. Aber irgendwie bin ich auch dankbar, sagen wir jetzt mal, dass ich das erleben konnte, weil das eben auch Lebenspraxis ist. Dass ich so ein Arschloch auch mal in Aktion sehen kann. Also so ist es dann nicht, dass ich dann letzten Endes dann dastehe und voll überrascht bin, wie die Leute ticken. Das ist eben die Sache. Er studiert Charakterologie. Ja. Ich finde es auch irgendwie spannend. Das hat ja auch was mit Psychologie zu tun, ne? Und ich bin generell ein Fan von Psychologie. Wo wir ja vorher auch von meinem Berufsleben geredet haben. Ich habe jetzt dann den Lehrberuf, den werde ich wahrscheinlich einige Jahre machen, und ich kann mir wirklich vorstellen, dass mir das entweder dann ein bisschen zu langweilig wird und ich was Neues suche oder etwas, was irgendwie in die Richtung geht, was ich eh schon gemacht habe, dass ich da mich vertiefe in irgendwas, dass ich generell, keine Ahnung, Pädagogik studiere und dann in die Forschung gehe, kann ich mir vorstellen, auch wenn ich jetzt nicht der Forschungstyp bin, der das so geil findet. Oder Psychologie kann ich mir vorstellen, und wenn ich Psychologie, vielleicht mache ich ja dann irgendwas kombiniert mit Pädagogik, ne, mit Kindern oder mit Jugendlichen, kann ich mir auch vorstellen. Das finde ich eben auch spannend. Ich habe hier in meiner Zeit, in meiner Internet-Entertainer-Zeit, eben in der Community auch einige Kinder oder ältere Kinder bzw. Jugendliche gehabt,
wo man auch oft als Erwachsener bei manchen Situationen denkt, ach, die Jugend. Ne, nach dem Sinn. Man nimmt dann die Jugend nicht ernst mit ihren Denkweisen und Problemen. Habe ich auch irgendwie in einer gewissen Art und Weise selber beobachten können, würde ich sagen. Dass ich da ein bisschen abgedriftet bin in, okay, ich nehme das jetzt eh nicht so ernst. Aber man darf nicht vergessen, dass jeder Mensch, wenn es einem Probleme bereitet, dann ist das auch legit. Woher nimmt sich dann der Erwachsene das Recht zu sagen oder sich ein bisschen darüber lustig zu machen oder das nicht ernst zu nehmen, wenn jetzt irgendein Jugendlicher irgendwelche Probleme hat? Und dass ich da jetzt auch immer wieder Probleme gesehen habe oder Denkweisen von Jugendlichen, das fand ich auch sehr, sehr hilfreich, weil das, würde ich sagen, durch diese Erfahrungen, die ich da gemacht habe, tendiere ich dann nicht mehr dazu, dass ich Jugendliche nicht mehr ernst nehme, sondern dass ich sie weiter verstehe. Das ist so eine Sache, vielleicht merkt man die beim Erwachsenwerden, dass man vieles dann nicht mehr, was früher so ein Problem war, nicht mehr ernst nimmt. Das Gleiche ist ja auch, ne? Seien wir einfach mal voll einfach und sagen, eine Schularbeit schreiben mit 200 Wörtern. Ist ja für junge Menschen eventuell ein ziemlich großes Problem. Die haben ja noch Probleme, irgendwie das zu formulieren oder irgendwas einfallen zu lassen und so sowas. Da lächelt man als Erwachsener das oft, ne? Man hört ja auch immer wieder, oh, schaut mal in da, was ihr dann ja, im Studium machen müsstet. Habe ich mir auch hin und wieder mal nur gedanklich gedacht, wenn ich mal sowas lese. So 200 Wörter, das ist nichts mehr für mich. Aber für junge Menschen ist das sehr viel, was sie erreicht haben. Und was gibt dir als Erwachsener jetzt das Recht, das als nicht so ein großes Problem anzusehen? Das ist eben die Sache. Also, ich bin nur Psychopath. Ja. Sebi, mir hat... Was mir geht halt auf meinem Temperament auf den Sack, aber naja. Das respektiere ich auch bei dir, Darky, dass du das auch irgendwie einsiehst. Und wie schon gesagt, auch für dich wird das wahrscheinlich, bist ja auch noch recht jung, auch eine Sache, wo du Erfahrung sammeln musst. Du musst eben damit leben lernen. Aber wenn du das auch so siehst, die Welt nicht alles verteufelst, sondern eher, dass du als Gelegenheit siehst, Erfahrung zu sammeln, um dich selber weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist das Wichtige. Und ja, dein Deutsch. Natürlich ist es jetzt nicht perfekt oder so. Aber jetzt auch nicht schlecht. Dafür, dass du warst... Ich hatte ja einen Deutschen, der jetzt in Italien lebt, in meiner Community, und jetzt einen Italiener, der jetzt in der Schweiz lebt. Und du warst ja der Italiener, nicht? Hast du schon in Italien mit Deutsch irgendwas am Hut gehabt? Glaube ich nicht. Also das ist ja auch was. Das gehört ja auch dazu, dass du das jetzt lernen musst. Und ist jetzt nicht so von Vorteil, dass du jetzt in der Schweiz lebst. Oder irgendwie in so einem deutschsprachigen Land, wo der Dialekt ziemlich arg ist. Aber dennoch ist bei dir auch etwas, was zu weiterentwickeln ist. Genauso wie ich. Ich habe mich auch weiterentwickelt. Das finde ich eben das Spannende. So, ich will mich wieder aufs Spiel konzentrieren. Das ist eben genau die Sache, die ich vorher angesprochen habe. Ich möchte auch bei Streams gerne auf sowas zurückgreifen. Spiele dann spielen, die man einfach so nebenbei zocken kann. Wo man, wenn sich so eine Thematik auftut, wo man einfach dann mit den Zuschauern darüber redet und wo man daneben einfach weiterspielen kann. Aber hier, ihr seht ja, ich drücke nie weiter. Und warum? Weil es ein Blind Let's Play für mich ist. Ich will erfahren, wie das Spiel ausschaut. Deswegen habe ich jetzt immer mehr das Gefühl, ich möchte jetzt Spiele, die ich noch nicht gespielt habe oder die ich in meiner Kindheit nur gespielt habe, die ich unbedingt spielen möchte, wo das Spielen im Vordergrund ist für mich eigentlich von meiner Prioritätenliste her,
die möchte ich dann eher privat spielen, weil da kann ich mich wirklich voll und ganz auf das Spiel konzentrieren. Und in den Streams nehme ich halt dann Spiele her, die man so nebenbei spielen kann, wo man halt einfach eine Zeit, eine schöne, interessante Zeit hat mit den Zuschauern. Das ist eben auch eine Sache. Man kann jetzt das verteufeln, warum dieser blöde Streamer nicht weiterdrückt und mit dem Spiel weitermacht. Aber das ist genau jetzt so Lebenspraxis gewesen. Ich hab's euch vorher erklärt, da denkt man sich, ja, schön und gut, mach weiter. Aber genau hier hat man es jetzt gesehen, warum mir das jetzt so Probleme bereitet. Das finde ich auch nicht toll, dass ich jetzt die ganze Zeit nur dastehe und laber und nichts mache daneben. Das ist mir jetzt schon öfters aufgefallen. Deswegen kommt ja die Denkweise jetzt, okay, da müsste ich eigentlich jetzt schon was ändern mit meiner Spieleauswahl und so. Ja, das ist eben genau jetzt die Sache gewesen. Naja, wie schon gesagt, das ist jetzt noch ein bisschen Zukunftssache. Ich möchte jetzt Ranger 2 und Ranger 3 zocken und welche Spiele dann gezockt werden, das werden wir dann sehen. Ich kann mir vorstellen, eigentlich habe ich ja geplant gehabt, Kingdom Hearts 2 oder die anderen Kingdom Hearts Spiele, die ich noch nicht gespielt habe. Danganronpa 2 war ein heißer Kandidat als Nachfolger für die Ranger-Teile jetzt. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich das nicht mehr weiterspielen werde mit euch, sondern privat spiele, weil ich möchte, wie schon gesagt, bei Spielen, die ich noch nicht gespielt habe, möchte ich die Spiele erfahren. Was man auch gleichzeitig machen kann, so ist es ja nicht, jetzt während dem Streamen. Aber ihr seht es ja selber, man kann oft abgelenkt werden und ich unterhalte mich dann liebend gerne über solche Thematiken, weil ich das auch irgendwie wichtig finde. Das ist ja, ein Stream ist jetzt ein gemeinsam und nicht ich mache jetzt irgendwas, sondern gemeinsam. Und wenn sich sowas auftut, möchte ich das auch ansprechen. Deswegen würde ich eher Spiele hernehmen, die man einfach so nebenbei zocken kann, wo es nicht so schlimm ist, wo man einfach drüber reden kann. Vielleicht eben Pokémon-Spiele, irgendwie. Ja, muss es Nuzlocke-Varianten sein, muss es gar nicht sein. Aber einfach für mich, Pokémon kein Problem. Die Original, also die Hauptspiele, da kann ich das gern machen. So, das zu dem. Ziemlich laberhaftiger Stream bis jetzt, aber das wollte ich auch mal angesprochen haben. Ist aber halt auch wichtig, gehört zu meiner Entwicklung dazu. Auch von der Entwicklung meines Internet-Daseins, sagen wir jetzt mal. Es gehört alles dazu. Im Moment mache ich mir mehr Sorgen um die Bürger von Brisenau. Obwohl das Feuer gelöscht ist, sind sie bestimmt aufgeregt und besorgt. Das sind keine kleinen Kinder mehr. Sebi, ich habe eine Aufgabe für dich. Mach einen Rundgang durch die Stadt. Wenn du irgendwelche Aufträge noch nicht erledigt hast, bietet sich jetzt dazu die Chance. Melde dich dann wieder. Okay, dann haben wir wieder etwas Freiheit bekommen. Da Olli. Immer der Olli. Was soll man dazu sagen? So. Und man sieht jetzt eventuell auch, wenn ich über etwas reden möchte, dann dauert das auch. Und stellt euch jetzt einfach mal vor, beim Jahresrückblick, ich muss über das ganze Jahr nachdenken, wo extrem viel passiert ist. Und teilweise habe ich auch das Gefühl, ich möchte nicht über alles reden, was ich so erlebt habe. Weil das ziemlich viele persönliche Sachen waren. Da tendiere ich jetzt auch eher dazu, dass ich nicht mehr alles preisgeben möchte. Das gehört auch dazu. Und da denkt man sich dann letzten Endes, ja, warum soll ich den Jahresrückblick eigentlich dann noch machen? das Bujelinchen, das taucht hier nicht auf. Nenn ihn bitte der ölige Oliven-Oliver. Okay, ich hab's wieder vergessen. Sorry. Ölige Oliven-Oliver. Ach ja. Das finde ich auch faszinierend. Bist sehr, sehr kreativ. Sehr, sehr kreativ. Der OOO, ne? Kann man abkürzen jetzt. Hallöchen. Ranger, ob du mir wohl bitte helfen könntest? Seit dem schrecklichen Feuer habe ich keinen Watribi mehr gesehen in dieser Gegend. Obwohl jetzt gerade eins neben mir herumschwirrt. Sind sehr freundlich. Sie geben mir immer etwas von ihren süßen Honig ab.
Warum muss ich mir jetzt vorstellen, wie die Oma jetzt voll auf das Waterbi geht und das aussaugt, den Honig? Ob ich mit deiner Hilfe wohl einen Blick auf den Waterbi erhaschen kann? Ein Blick? Okay. Danke, das ist sehr nett von dir. Sammelt sich für... Wir haben eh schon ein Vieh hier. Yes, Aufträge angenommen! Aufträge an Lady! Du meine Güte, hallo kleines Waterbi. Hat dich das schreckliche Feuer begängstet? Oh, du gibst mir dein Honig! Warum muss ich mir jetzt vorstellen, wie das Waterbi auf die Oma jetzt kackt und das ist der Honig? Du warst schon immer sehr großzügig. Ja, vielen Dank, Alter. Mit dem Honig werde ich wieder Kekse für meine Enkeltochter backen können. Wusstet ihr? Na, so verkehrt mit dem Kacken ist das ja auch nicht. Weil Honig ist im Prinzip ja die Kotze von Bienen. Ist ja nichts anderes, nicht? Ist so. Ne? Die nomsen ihre Pollen, diese Bienen. Nomsen alles auf und dann kotzen sie den Honig aus. Irgendwie so habe ich es mal gehört. Ah, und das Internet spackt wieder herum. Kriegen wir heute die 10.000 verworfene Frames hin? Wahrscheinlich schon, weil es jetzt schon 9.000 sind. Bei langer Text kannst du ihn lesen, sonst screen und schicke dir auf. Welcher langer Text? Das mit... Naja, wenn du ganz aufhörst, dann lass von dir in Discord oder so hören. So. Meinst du das mit einem langen Text oder war davor noch was? Weil da bin ich ja schon drauf eingegangen. Auf den Text. War davor noch irgendwie? Nee. Nö. Also, da bin ich schon drauf eingegangen. Oder der Text wurde wirklich nicht irgendwie verschickt. Nee, einen anderen. Also wenn du von langen Text redest, sehe ich hier jetzt nur diesen... warst in den drei letzten Jahren mein Lieblings-YouTuber. Sebi, ich werde dich vermissen. Das sind die einzigen zwei, die irgendwie lang sind. Ja. So. Hallöchen. Hey, glaub es oder lass es bleiben, aber ich bin wirklich wütend. In letzter Zeit werden hölzerne Kisten an den Sapphire-Strand gespült. Ich glaube, irgendjemand wirft sie von einem Frachtschiff oder so etwas in der Art. Das ist schlecht für die Umwelt und verschandelt den Strand. Heute früh wurden auch einige angespült. Die resolute Ute hat sie mit bloßen Fäusten zu Brennholz zertrümmert und mitgenommen. Wenn du irgendwelche Kisten am Strand bemerkst, kannst du dann auch etwas gegen sie unternehmen. Mit welchen Pokémon? Hm. Du würdest ja sagen, Ranger. Ja. Ja, ich werde es dann wahrscheinlich nach dem Stream privat durchlesen. Süderli, der Strand ist ja hier. Frage ist jetzt nur, mit welchem Pokémon? Mit Bidizer. Mit Bidizen. Boah, das war schnell. Wäre schnell gewesen, so eigentlich. Dum, dum, dum. Oh yes. Die gute alte resolute Ute. Ja. Also mein Lieber. Und gibt's hier Strände? mein Lieber. Du kannst dich sicher bei irgendwelchen Übersetzer melden. Ne? Du hast sicher schon ein... Oder du kannst dir in Zukunft sicher einen Beruf... Oder du bist geeignet so... Ich kann nicht reden. Bist sicher geeignet für so einen Übersetzerberuf für Videospiele oder so. Wo du dann einfach ein Stück Papier drin darauf steht etwas geschrieben. Ja, was ich eigentlich sagen wollte,
du Übersetzer gut sein kannst für Videospiele und Namengebung. So. Irgendwie traurig, dass durch diesen Satz ich mich besser ausgedrückt habe, als ich es vorher versucht habe. Konga Typ 08 Upro. Typ 08 Upro. Protokrauden? Nee, Konga. Keine Ahnung. Gesrebrro. Energiefeuer. Der Rest des Textes ist durch das Meereswasser nicht mehr zu entziffern. Danke, dass du unseren Strand gerettet hast, Ranger. Rede ich zu erwachsen für ein Kind? Das ist eben auch die Sache. Jetzt will ich wieder ein anderes Thema lostreten. Ein eher kontroverses Thema, würde ich sagen. Ne, die ganzen Leute, die irgendwas machen in ihrem Lifestyle und jetzt meinen, sie sind die Retter der Umwelt und das zu ernst nehmen. Es ist ja was Schönes, ne? Das möchte ich ja nicht verteufeln oder schlecht heißen. Wenn Leute, keine Ahnung, mit dem Fahrrad fahren zum Beispiel und mit dem Fahrrad fahren, weil sie der Umwelt etwas Besseres antun wollen, ne? Weil wenn man mit dem Auto fährt, ist ja logisch, ist das nicht so gut. Was jetzt die Umwelt, den ganzen CO2-Ausstoß betrifft und so. Da ist es auf jeden Fall besser, wenn man mit dem Fahrrad fährt. Aber wenn die dann einen das die ganze Zeit unter die Nase binden wollen, ne? Schaut mal, ich tue der Umwelt irgendwas gut, bla 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 bla. Das sackt. Also das sackt wirklich hart. So, mit solchen Leuten möchte ich eigentlich auch nichts zu tun haben. Aber das ist wieder, ne, wie ich es vorher angesprochen habe, finde ich trotzdem nicht schlecht, dass ich Erfahrungen sammeln kann. Dass ich mich mit solchen Leuten unterhalten kann. Wenn ich so jemanden mal treffe oder so. Auch zum Beispiel würde ich jetzt nur mich in meiner eigenen Blase befinden, wo ich mich nur mit dem beschäftige, was mir selber zu 100% gefällt. Und das jetzt 10 Jahre lang machen, dann werde ich ja all die Leute, ne, all die Erfahrungen oder all die Leute, die eben so anders ticken, ne, das gleiche ist ja auch irgendwie, wurde an diesem Strand nicht Knospi allein gelassen. Es ist jetzt im Meer drinnen. Den Rest kannst du dir denken. Bist du nicht der Mädchen vom Strand? Ich habe schließlich festgestellt, dass ich meinen Freund dass ich meinen Freund bewundere. Er hat alles ihm Mögliche getan, um den Wald zu retten. Also ist das doch der gleiche. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, oh, das arme Pichu, sorry. Dann werde mein Freund. Pichu Peach. Ich hätte schon gedacht, dass der eine vom Wald, dass das ein anderer war. Und jetzt seine Ex jetzt jemanden anderen gefunden hat. Deswegen war das eher traurig für mich. Aber wenn das eh der gleiche ist. Das finde ich eben auch immer so spannend. Deswegen lasse ich mir eigentlich immer gern Zeit in so Spielen. Ja, eigentlich auch beim wiederholten Durchspielen von einem Spiel. Weil solche Geschichten machen eigentlich das Ganze interessant und lebendig. Ich bin wieder mit meiner Freundin zusammen. Was man so über den Sapphire-Strand hört. Es ist alles wahr. Ja. Lass man sie ihm glauben. Weil eigentlich war es ja er selber, der in Aktion getreten hat. Ich kann nicht reden. In Aktion getreten ist mit seiner Aktion. Und deswegen findet sie ihn wieder interessant und blabliblub. Ja, war es ja eigentlich selber. Sollte man auch nicht außen vor lassen, sagen die jetzt eigentlich was anderes. Ich bin dir so dankbar, Ranger. Wer weiß, was Mara und den Wonera, so heißt das. Ich habe irgendwie immer andere Ausdrucksweisen im Kopf. Keine Ahnung, Wonera oder so. Hätte zustoßen können, wenn du nicht gewesen wärst. Auch schönes Detail, dass das abgeändert wurde. Die Ranger-Basis direkt nebenzu haben verschafft eine gute Gefühl oder Sicherheit. Joa. Ciao ist ja. Hallöchen.
Da ist ja schon ein Turtok. Ah, du hast irgendwie gesagt, dass du Probleme gegen das Turtok gehabt hast. War da irgendwas? Ich hab den Brand verpasselt. Ich hatte anfangs auch ein paar Problemchen, würde ich sagen. Jetzt tanzen wir wieder hier. Yes, tanzt mit. Aber wirklich, das schaut aus wie so ein Tanz. Aber dadurch, dass ich ja die ganze Zeit gequasselt habe über ein bestimmtes Thema, und dadurch, weil ich da die Chance genutzt habe, um das Turtok einige Male einzufangen, wurde das eigentlich immer einfacher. Nein, nicht gegen das Turtok. Okay, traurige Musik einblend. Süderle, wo war ich denn? Naja, wie schon gesagt, es sagt trotzdem, es regt mich trotzdem noch auf, solche Leute zu sehen, oder... Oh. Die Hardcore-Veganer, die regen mich auch auf. Obwohl sie im Grunde eigentlich was Gutes wollen, ne? Das ist ja im Grunde was Gutes, aber wenn man es dann übertreibt... Und so ein Fall hatte ich eben, was mich ziemlich aufgeregt hat. Kann ich mich noch erinnern, das war irgendwann, als ich Yooka-Laylee aufgenommen habe. Da habe ich es auch irgendwann mal angesprochen. Aber das kann ich dann überhaupt nicht verstehen. Wenn man so arrogant wird und denkt, man ist dann was Besseres, weil ich tue ja was Gutes. Und es völlig übertreiben. Und das eigentlich im Prinzip nur machen, um gut dazustehen. Das ist sowieso das komplett Falsche. Bei Thema Umwelt und Leute, die mit dem Rad fahren, ist ja eh das Gleiche. Ich glaube kaum, dass jene Leute, zum Beispiel, wenn ihnen eh das so wichtig ist, dann müssten es eigentlich auf sehr viel verzichten. Weil eigentlich alles, was mit unserem Lebensstil jetzt zu tun hat, alles hat irgendwie was mit Umweltverschmutzung zu tun. Sei es jetzt Energiegewinnung oder sowas. Natürlich, es gibt grüne Energie, so gesehen. Aber das meiste kommt wirklich noch von eher Umwelt... wie soll man sagen? Umwelt nicht schonen, sondern das Gegenteil. Gefährdeten Ressourcen und alles so und dran. Oder das eigene Haus, das wurde ja auch gebaut mit Maschinen. Also, wenn einer das wirklich so wichtig ist, dass man sich als so gut dastehen lässt, dann erwarte ich mir eigentlich schon, dass die dann so einen Lifestyle pflegen im Wald oder sowas. Weil, wenn die in der Wildnis leben, ne, dann werden so gesehen ein Part von der Wildnis, dann bringen die zwar Tiere um, beziehungsweise müssen halt irgendwie irgendwelche Pflanzen Nahrung suchen, die sie essen können. Im Prinzip schaden sie dann der Umwelt auch noch dadurch. Aber ich denke mal, das ist sowieso etwas. Ich glaube sogar, es gibt Leute, die... Falsch, was? Ich komme später wieder. Da ist sie wieder weg. Da ist sie wieder weg. Naja. Aber schön, dass du vorbeigeschaut hast. Und ich werde wahrscheinlich nicht so lang streamen. Ach, by the way, die Stelle, wo ich Probleme hatte, hab gestern endlich überwunden. wo war ich denn jetzt schon wieder? Naja, ich denke, es gibt sehr viele Leute, die Denkweise haben, alles, was der Umwelt schadet, und das ist eben auch irgendwie der Fall, wenn man zum Beispiel in der Wildnis lebt und weil man was essen muss, jetzt ein Tier umbringen muss, das schadet der Umwelt, den Tieren oder so, dass sie das auch verteufeln. Aber das ist ja eigentlich nur ein natürlicher Vorgang, zum Beispiel, was die Nahrung betrifft, dass man töten muss, um zu überleben. Wobei, mit der Technologie, die wir haben, Essen, das man im Labor erstellt, so gesehen. Das ist eigentlich, wenn man wirklich auf die Umwelt schauen möchte, da eigentlich was Gutes, nicht? Oder auf die armen Tiere. Das ist dann eben auch wieder die Sache, wenn man mehr darüber nachdenkt.
was passiert denn, wenn man dann keine Tiere, keine Pflanzen mehr umbringt? Sagen wir, das ist ja ein natürlicher Vorgang in der Wildnis. Dass, ja, bestimmte Tiere, bestimmte Pflanzen oder andere Tiere fressen und das alles dann so ein Gleichgewicht bleibt, nicht? Würde man überhaupt nicht mehr töten in der Welt? Wie soll man sich das bitte dann vorstellen? Dann pflanzen sich alles Mögliche fort, alles wächst, dann ist die ganze Erde überfüllt mit Pflanzen, mit Gräsern, mit Tieren, mit allen möglichen, wenn man sich nicht gegenseitig umbringen muss oder soll. Stellt euch das einfach mal vor, was das dann für eine Art Welt wird. Also, da sollte man dann schon irgendwie nachdenken. Zumindest, was jetzt das Thema betrifft mit Tiere umbringen und sowas. Ich finde es ja schön und gut bei diesen Hardcore-Veganern, die das wirklich ausleben. Das sind eben dann eher die Leute, die es übertreiben. Deren Religion dieser Veganismus wird, die übertreiben sie dann eher. Oder diese Radfahrer, sagen wir jetzt mal, die das einfach so ernst nehmen alles und sich dann immer voll als die Retter der Welt darstellen. Das finde ich so übertrieben, ey. Das muss überhaupt nicht sein. So. Werbung. Warum ist...